Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei einem weiteren Teil Sim Airport. So, und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mega smart bin. Deswegen werden wir jetzt hier so einen kleinen Gang basteln. Zack. Nee. So. Meinetwegen da auch. So. Dann können die Leute nämlich hier rauskommen, gehen hier rüber und kommen dann hier oben ins Gepäckterminal und müssen somit dann nicht mehr hier hoch. Dann kommen sie hier nur runter. So. Bin ja mal gespannt. Jetzt bauen die hier Sector Connected. Ja, was auch immer. Was? Vacated. Sector cannot be vacated. Ja, ja, warten wir mal ab, wenn ihr hier fertig seid. Warten wir erstmal ab, wenn ihr hier fertig seid. Dann gibt sich das wahrscheinlich schon alles auf. So, löschen. Perfekt. Ihr baut erstmal schön hier eure Dinger da. Und dann geht er nachher hier wieder hoch auf der anderen Seite. Hoch bzw. runter. Das heißt jetzt Rolltreppen. Nach oben. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und die eigentlich auch. Zack. 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 Ah ja, passt nicht ganz. Warum geht denn jetzt die Musik nicht mehr? Kurz hier. Ach so. Nehmen wir mal die Playlist wieder. So. So, jetzt geht dann mit der Musik auch weiter. Dann können die jetzt hier einmal schön richtig rumbasteln. Da kommen wir hier oben ja an. Und dann könnten wir im Prinzip eigentlich auch wieder Rolltreppe nach oben. Rolltreppe nach oben. Brauchen wir halt auch gar nicht so viel Platz da irgendwie verschenken. So, dann können die halt da direkt durchmarschieren und sind dann hier oben mitten im Gate. 4 runter, 5 rauf. Ich denke mal, das ist ganz gut. So. Ja. So. Das sagt er mir ja hier auch. Das wird sich gleich alles regeln. Jetzt haben wir natürlich gerade weniger Handwerker, weil die ja gerade alle am Reparieren irgendwo sicherlich rumlaufen. Ja, hier laufen überall Leute rum. Hier wird gerade Wartungsarbeiten gemacht. Ist gerade kein Flugverkehr. Dann werden immer Wartungsarbeiten gemacht. So, wir haben 65 Arbeiter. Das ist soweit eigentlich alles ganz gut. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich habe die Klos ein bisschen erweitert. In der Zeit, wo die da bauen, können wir hier noch was bauen. Das wird zwar hier hinten jetzt ein toter Raum. Aber ist egal. Die wollten nämlich so eine Spielhalle haben. Auto. Hier so eine Spielhalle. Zack, 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 zack. Dann einmal hier diese Maschine. Racing Fritzen. Wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen übertrieben viel. Aber Geldautomat. Ah, den habe ich schon immer gesucht. Die Leute sollen auch Geld abheben. Kann man die auch direkt neben den den anderen Automaten stellen. Geldautomat. Rennsimulation. Noch mal gerade gucken hier bei Objekten, was wir da noch für Spielautomaten haben. Flipper. Flippertische. So. Dann brauchen wir noch. Haben wir hier noch Geldautomat, Geldschalter, Getränke. Das gibt's alles draußen. Lebensmittel gibt's auch draußen. Zwar nicht so viel, aber immer ein bisschen. Retro-Rennspiele haben wir. Kiosk. Jo.
Ja, das sind glaube ich alle, ne? Sieht ja nicht ganz, ganz brauchbar aus. So, dann kommt jetzt hier Passkontroll. Achso, das sind diese ganzen neuen Teile, die ich alle habe, noch nie verwendet habe. Dann kommt jetzt hier eine Yellow Door rein, Alter. Eine Yellow Door. Dann kommt jetzt hier noch der Fußboden rein. Was ist denn so richtig schön? Ein richtig schöner Fußboden für so ein Spielcasino. Hier so ein Blau. So. Dann kommt die Zone. Spielzone. Zack. Viel Spaß. Muss in einer Spielzone sein, ja. Kommt jetzt sofort. So. Leute. Jetzt könnt ihr auch noch spielen und hier euer Geld ausgeben. Das ist für mich nur gut. Nehmt dann nämlich immer schön Kohle ein. Macht mal. Gebt euer Geld aus, verzockt es. Seht zu. Alter, diese Getränkeautomaten, die sind aber echt auch gut benutzt, ne? Habe ich hier oben gar keine? Ah, doch, habe ich auch. Sind auch sehr gut benutzt. Besucht, meine ich. Getränke. Können wir hier noch ein paar mehr hinstellen. Zack, 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 zack. Und Geldautomat. Geld. Hier kommt ein AT-Hemmel, da einer hin. Und dann Lebensmittelautomat. Zack, 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 zack. Und TV. Zack. Damit die auch mal wissen hier, was hier eigentlich so Sache ist. Das wird ja auch immer bemängelt. Dass meine Leute überhaupt nicht wissen, wo ihre Flieger alle so sind. Da gab es noch eine andere Anzeige. Große Anzeigetafel. Zack. Dann wisst ihr da auch Bescheid. Große Anzeigetafel. So. Perfekt. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Jetzt hat er auch kein Problem mehr mit irgendwelchen Sektoren hier. So, jetzt müssen wir hier einmal die Wände wegreißen. Alles, was ich jetzt hier doppelt gemacht habe. So. Dann können wir hier jetzt nochmal so einen Beschleunigungsstreifen reinbauen. Damit die Leute dann schnell da hinten hinkommen. Jetzt ist der Sektor auch nicht mehr... Ist da kein Problem mehr mit. Das sieht natürlich mit dem Fundament hier schon so ein bisschen blöd aus, ne? Können wir das auch gerade machen. So. Können natürlich auch mal noch eine Tür machen hier. Personal. Personaleingang. So, können die da durchgehen. Perfekt. So, dann kommen die da auch nach oben. Und hier kommen sie nach unten. Und da wieder hoch. Sehr schön. Jetzt wird es natürlich nochmal wieder teuer, weil ich möchte es halt auch, wenn dann schon gleich vernünftig haben. Nehmen wir denn hier mal für den Boden? Fußboden 15? Ja, Fußboden 15 hier. Zack. Muss alles schön sein. Das kostet natürlich jetzt nochmal eine ganze Schotter, ganze Stange Geld. So. Aber das macht nichts. Eine Anzeige. Anzeige. Deko. So. Oh ja, ein paar Bäume hin. Eine Decoration.
ist ja immer wichtig, jetzt alle im richtigen Abstand sind. Keine Ahnung. Hier hatte ich mir eigentlich jetzt gerade was überlegt, was wir hier auch noch hinsetzen werden. Nochmal Fundamente. So. Wir können nochmal zwei Toiletten hin. Toiletten ist immer so eine Sache. Wir wollen immer alle auf Klo. Und dann lieber hier welche haben, als dass wir dann überall Stau haben. Geld spielt ja eigentlich keine Rolle mehr bei uns. Das ist ja natürlich dann auch nicht schlecht, ne? Wenn Geld halt einfach keine Rolle mehr spielt. Tür. Schiebetür. Sieht besser aus. So. Hier kommen noch Airport Pictures, kann man hier überall noch verteilen. Zack. Ach so, kann man auf der Seite machen. So, Notausgang und sowas gibt es hier nicht. Wir haben keine Notfälle. Werbe. Gibt es irgendwie sowas wie Werbe? Digitale Werbeschilder. Okay. Mülleimer. Müssen wir hier auch einen Abfalleimer haben. Die kommt dann eher hier auf die Seite. So. Gut, die haben natürlich jetzt mal zu tun, hier mit dem Fußboden zu verlegen. Ah ja, ist nicht so hübsch. Okay. Passt schon. Löschen. Das einmal raus hier. So, dann kommen die hier an. Was haben wir denn noch? Hätte es auch schlauer machen können, aber egal. Deko. Und warte mal. Viele Leute werden sich bestimmt hier unten aufhalten. Das gebe ich euch schriftlich. Viele Leute werden sich aufhalten. Jetzt habe ich halt... Machen wir mal Pause. Jetzt ein bisschen was doof gemacht. Brechen. Brechen. Wir haben es noch nicht gebaut, von daher kann ich die alle wieder abbrechen. Die können wir lassen. Dann mache ich das nämlich alles schön symmetrisch. Also Symmetrie ist mir immer ganz wichtig. Kann ich das nicht zurückmachen? Hier irgendwie so? Ne, geht nicht. Das ist zwar ein wirklich langer Gang, wo auch viele Leute dann warten können. Aber, ja, verkaufen. Ob die das dann letztendlich auch machen? Keine Ahnung. Aber dann haben sie zumindest die Möglichkeit, das zu tun. Dekorativer Baum, ja. Abbrechen. Jetzt geht das nicht, weil sie da direkt gerade so einen Karton hingestellt haben, die... Eumels. So. Jetzt haben wir hier eine Bank. Kommt dann nochmal Deko. Blumenkästchen daneben. So. Dann sollen die das erstmal fertig bauen und dann klone ich das nämlich. Beziehungsweise vielleicht kann ich das auch jetzt schon klonen. Klonen. Nee, war genau falsch. So muss ich das machen. Zack. 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 Nein! Ach Gott. Abbrechen. So. Mal klonen. Zack. Jetzt dürft ihr auch wieder weiterbauen hier. Klonen. 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 Fast direkt auf. Dann abbrechen. Ja, dekorativer Baum. Der muss dann erstmal weg.
So. Dann können wir das jetzt ja hier eigentlich dann auch nochmal klonen wieder. Klonen wir das nochmal genauso wie eben auch. Das ist jetzt die richtige Seite dann. Ne, das ist jetzt die richtige Seite. Muss ich das da auch erst einmal aufbauen? Bank. Bank. Genau, kommt dahin. Deko. Der kommt dahin. Was gleich? Irgendwie ein bisschen verschoben aus. Sollte aber passen. Klonen. Nein. Klonen. Hier unten laufen ja schon Passagiere rum. Die nehmen nämlich jetzt den Highspeed-Track. Habe ich jetzt eigentlich den ganzen Bodenbau da abgebrochen? Definitiv bin ich irgendwo verrutscht. Stopp. Hier bin ich verrutscht. Abbrechen. Abbrechen. Ne, bin ich nicht da. Bin ich nicht verrutscht. Mist. Das war noch die eine Palme, die da falsch stand. Okay, nochmal klonen. So. So, passt alles noch. Ja. Dann baut weiter. Ja, ich habe hier den ganzen Fußboden abgebrochen. Ist gerade wieder. Nee, ist nicht nachts. So. Und jetzt kommen die Leute sogar da runter, weil die dann da stehen, schneller wieder hochkommen. Aber gut, das können sie ja machen, wenn sie wollen. So. Wir können hier unten auch nochmal das Lager ein bisschen kleiner machen. Wartungszonen. Wie viel gibt es denn davon? Wartung 1x1. Alles klar, hier oben war nämlich unser Problem, dass wir immer nicht genug Platz hatten. Löschen. Werkzeugregal haben wir das, glaube ich, ne? Werkzeugschrank, genau. Ja, der kostet zwar richtig Schotter. Aber ist egal. Wir haben einen großen Flughafen. Da brauchen wir auch großen Wartungsbereich. Zur Wartung. Na gut, es war ein bisschen die Wand rausgerissen haben. Dann können wir locker auch noch ein paar mehr Leute einstellen, dass das dann nachts auch alles gut funktioniert. 80. So. Wir können natürlich hier, wir haben das Geld jetzt ja. Nochmal zwei von diesen Speedbändern hinsetzen. Zack. Gut, und dann nehmen wir hier diese Wand weg. Laufen die alle vor. So. Dann werden die Leute da gleich hingeschossen, wenn die fertig sind. Ja, noch sind sie nicht ganz fertig. Irgendwas fehlt da noch. Die letzten drei Schrauben. So, der erste ist fertig. Ja. Miau. Alter, sind die schnell. Ja, gibt es mal ein bisschen Speed. Hier unten habt ihr gleich dann richtig Speed, meine Freunde. So, und der Fußboden ist der hier. Das haben sie jetzt fertig gemacht. Da haben sie dann mit dem Fußboden aufgehört. Jetzt kommt hier. Macht fertig den Kram. Oh Gott. Bewegt sich so langsam. Zack. So.
Oh Gott, meine Freunde, wir sind schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.